Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer Fortsetzung von dem Fall Peggy Knoblauch. Ich hoffe, ihr habt das Video alle gesehen. Es hat ein paar Daumen nach oben. Leider noch keine Kommentare, aber vielleicht kommt das ja noch, wenn jetzt die Fortsetzung kommt. Das Video war noch nicht ganz fertig. Es wird auch dieses Mal nicht ganz fertig sein, weil es sind einfach so viele neue Infos zu diesem Fall. Es gibt so viel Neues und ja, dann, ich mache jetzt jeden Samstag immer ein Video. Ja, zu unterschiedlichen Zeiten, weiß man nie wann, aber immer Samstag auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, es gibt so viele News und ja, da mache ich mehrere Videos immer dazu. Aber ja, es wird auch nicht immer so sein, aber bei diesem Fall, bei so vielen Infos, wird das sein. Ja, und sonst wünsche ich euch jetzt einfach noch ganz viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Also es ging in dem Fall ja um ein neunjähriges Mädchen, Peggy Knoblauch. Sie ist am 7. Mai 2001 ganz normal in die Schule gegangen, wie gewöhnlich, und kam dann nicht mehr zurück. Sie hat noch eine Freundin begleitet bis nach Hause und ist noch ein bisschen da geblieben. Die Freundin von ihr hat ihr noch das Armband geschenkt. Ja. Und dann ist sie auch, es waren nur ein paar 500 Meter weit entfernt. Sie hat ja in Lichtenberg gewohnt und da ist sie dann aber nicht mehr angekommen. Und das hat ihre Mutter dann aber auch erst abends gemerkt, ganz spät, als sie von der Arbeit nach Hause kam, dass der Ranzen von ihr, der bis heute auch noch nicht wieder aufgetaucht ist, nicht mehr da war. Ihre Jacke und Schuhe waren auch nicht mehr da. Und das war fragwürdig. Sie ist dann zu allen Nachbarn gegangen, hat gefragt. Und die wussten aber auch nichts, als sie nur da ihre Schwester auffand. Ja, da hat sie sich echt schon gewundert und dann hat sie auch sofort die Polizei gerufen, die auch sofort angefangen haben, eine Suche zu beginnen. Ja, und dann gab es auch gar nicht mehr viel von dem Fall. Bis dann wurde ein Ulvi Kulak verurteilt, der ausgesagt hat, dass er Peggy umgebracht hat, aber ja, der war so ein bisschen. Der hatte auch so eine Hirnblutung und ist deswegen, ja, der war so ein bisschen verrückt halt, hat auch immer wieder neue Namen gesagt und man konnte dem aber nichts abnehmen. Also der war das anscheinend wohl nicht, wurde dann festgestellt. Aber ja, er schlägt immer wieder irgendwelche neuen Personen vor, die es gewesen sein hätten können. Und das ist schon ein bisschen fragwürdig. Und dann wurde er 2014 auch wieder freigesprochen und dann war erstmal Ruhe im Fall Peggy Knoblauch. Bis dann 2 Jahre später, also ich bin vor ins Jahr 2016, 2 Jahre später, dann ein Pilzsammler eine Leiche gefunden hat, eine Kinderleiche, und hat dann festgestellt, dass das wohl die von Peggy Knoblauch ist. Also es hat dann die Polizei festgestellt und die Spurensammler halt. Und ja, dann war das ein bisschen komisch, weil es so einzelne DNA-Reste konnte man ja damals noch nicht feststellen. Dann konnte man das aber. Und ich meine, der Wald war ja auch einige Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Bis dann am 12. September 2018 eine ganz aktuelle Nachricht, ein ganz aktueller News von Peggy Knoblauch kam dann, da war eine Frau, eine Pollenfrau, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die sich halt gut mit Pollen auskennt, hat dann noch mehr DNA-Reste ausgewertet von ihr und festgestellt, dass da wohl einige Pollen dran sind und so, ja, alte Gartenreste, das klingt ein bisschen komisch, aber das war wohl so. Und dann stieß man auf Manuel S., der wurde damals auch schon befragt. Der wohnt jetzt nicht mehr in Lichtenberg, aber der hat da auch gewohnt in der Nähe und da wohnen ja heute auch immer noch so um die 1000 Leute. Und da er halt auch ganz gut mit Ulvi K. befreundet war, stieß man halt wieder auf ihn und an der Leiche waren ja auch so Faserreste dran und in seinem Haus fand man dann wirklich auch noch so Faserreste. Und da wurde er dann echt auch gezwungen, jetzt endlich mal eine vernünftige Aussage zu machen, weil er hat immer gesagt, bei den ganzen Aussagen, so nö, davon weiß ich ja nichts und so.
Ja, und diesmal musste er halt auch eine richtige Aussage machen. Und seine Aussage lautete dann: Er war wohl an dem Tag mit einem goldenen VW-Auto irgendwie unterwegs und wurde angehalten von einem Mann, der ihm Peggys Leiche unter die Nase hielt. Und dann hat er sie versucht wiederzubeleben, hat aber nicht funktioniert. Und dann hat er sie in eine rote Decke eingewickelt und in den Wald gepackt. Und unter der Aussage weiß man gar nichts. Das will jetzt niemand in die Öffentlichkeit stellen. Weil das ist ja schon, das ist ziemlich merkwürdig, sowas. Ich glaube kaum, dass, ja, der die Leiche jetzt wieder vergräbt. Ich meine, das stimmt ja auch. Die Leiche wurde ja im Wald gefunden 2016. Aber so fragwürdig ist das. Er konnte auch den Namen dann nennen von dem, also dem er die Leiche da gegeben hat, der gesagt hat, er soll sie wieder vergraben. Und ja, das ist fragwürdig einfach nur. Ich meine, wenn du unterwegs bist, dann wirst du plötzlich angehalten und dann hält dir jemand so eine Leiche hin. Dann würdest du dir doch wahrscheinlich direkt Hilfe holen, ne? Und nicht das auch noch tun. Aber jetzt mal zurück zu Manuel S. Der arbeitet heute in einem Bioladen irgendwo. Er selber wohnt nicht mehr in Lichtenberg, sondern, glaube, irgendwie auf so einem Bauernhof. Der ist jetzt verheiratet und hat auch sogar zwei Kinder. Das ist echt, naja, das ist schon ein bisschen gefährlich, weil man weiß ja nicht, er ist ja immer noch auf freiem Fuß und man weiß ja nicht, was da jetzt noch passieren kann. Ja. Ist schwer zu sagen, ob er das war jetzt oder nicht. Oder ob doch jemand anders irgendwie dahinter steckt. So, das war's jetzt auch mit dem Video. Es ist noch längst nicht alles, aber Fortsetzung folgt, so heißt das ja. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Und ciao, bis zum nächsten Mal.